Man muss natürlich den vorgegebenen Weg gehen. Ist ja klar. Weil alles andere wäre ja Sakrileg. Ne? Aber ich finde es schön, ich mag so Kletterpartien. Ich mag die tatsächlich. Und das hier wirkt gerade in der Hinsicht wie ein schönes altes Spiel. Wie ein schönes früheres Prince of Persia. Aber mit deutlich schönerer Grafik. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rhyme. Ja, beim letzten Mal haben wir dieses komische Riesenviech gesehen. Und natürlich musste ich euch auch zeigen, was passiert, wenn man sich schnappen lässt. Es war natürlich komplett beabsichtigt. Ich würde es mir auch nicht glauben. Auf jeden Fall wurden wir dann wieder vom Fuchs aufgeholt und der will uns scheinbar wieder was zeigen und wir haben hier unten so einen komischen Schatten. Und wenn ich das richtig sehe, hat der eine Krone auf und wir haben schon mal Leute mit Krone gesehen in diesen Gemälden. Deswegen bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Kommen wir hier dann runter? Ja, sieht so aus. Ah, hat zwar ein bisschen wehgetan, aber... Moment mal, das sind mehrere. Ist das blöd, wenn die uns sehen? Was seid ihr? Die rennen vor uns weg. Wieso rennen die vor uns weg? Hey, ich will euch nichts tun. Ich will euch nichts... Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Auf jeden Fall sind die erst aufgetaucht, als das Viech weg war. Haben die etwa Angst vor uns, weil sie Angst vor dem Viech hatten und wir das Viech besiegt haben? Mehr oder weniger halt indirekt, aber wir haben es besiegt, ne? Warte, was, wie, wo? Ach, da hinten. Ja, hi. Na du? Na du? Hi. Soll ich da jetzt rein? Okay, ich gehe mal da rein, ne? Weil ich glaube, du willst mir das zeigen. Ja, ich bin ja schon dabei. Ja. Ich lass mich nur machen. Ich bin schon dabei. Kann ich nach hinten abspringen? Nee, kann ich natürlich nicht, weil ich hier keinen festen Halt habe. Kann ich rauf und dann nach hinten abspringen? Das sieht gut aus. Aber ich kann die Fackeln da oben nicht heller machen, leider. Ich muss hier durch diese düstere Atmosphäre durch. Und ihr mit mir. Sofern euch genauso interessiert, was hier noch so alles passiert wie mich, dann müssen wir durch. Krass. Was geht hier nur ab? Dieses Spiel hat einfach so eine gute Atmosphäre. Ich lieb das. Ich lieb das einfach. Einmal. Gibt's hier drüben vielleicht noch irgendwas Interessantes? Nee. Nicht so wirklich. Ja gut, aber es hat uns ja hier reingeführt. Das Füchsle. Dann wird es wohl wollen, dass wir hier irgendwie... lang gehen. Aber oben lang können wir nicht. Oder können wir oben lang? Nee. Das ist irgendwie weggebrochen. Ich weiß halt nicht, ob ich hier unten lang will. Ich hoffe, du kannst gut die Luft anhalten. Aber ich glaube, da gab es ja eh kein Limit. Und wir sind eh schon wieder oben. Alles klar. Oh oh, warte mal.
Wir sind hier. Wir sind wieder im Gefahrenbereich. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Weil wir haben jetzt hier ja keinen Dingens mehr, ne? Wow! Fuchs, wieso führst du uns wieder hier in die Gefahr rein? Aber unter Wasser kann uns doch sicher nichts, oder? Unter Wasser sollten wir doch bestimmt safe sein. Sind das hier Luftblasen? Okay, wir brauchen doch Luft. Auch wenn es uns bislang nie so bewusst war. Aber jetzt wird es uns sowas von bewusst gemacht, dass wir Luft brauchen. Ich hätte mich eh schon gewundert, ehrlich gesagt. Aber okay. Es ist wenigstens so gemacht, dass man genug Luftblasen hat. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es um denen ihre Respawn-Zeit aussieht. Ah, okay. Sieht gut um denen ihre Respawn-Zeit aus. Gerade wenn man sich hier auch umschauen muss noch. Okay. Okay. Alles klar. Kann ich hier hoch? Irgendwie, bitte? Nein. Ich würde eigentlich gerne hoch. Da, das sieht doch so aus, als könnte ich an Land. Ich kann an Land. Sehr schön. Ja, geh doch da hoch. Willst du nicht? Okay, ich sehe schon. Man muss natürlich den vorgegebenen Weg gehen. Ist ja klar. Weil alles andere wäre ja Sakrileg. Ne? Aber ich finde es schön. Ich mag so Kletterpartien. Ich mag die tatsächlich. Das hier wirkt gerade in der Hinsicht wie ein schönes altes Spiel. Wie ein schönes früheres Prince of Persia. Aber mit deutlich schönerer Grafik. Ne? Insofern, ich finde das super. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Gerne mehr davon. Okay, das nächste Hufeisen. Wie habe ich das nochmal genommen? Mit X? Ja, mit X. So, und wo bringen wir das jetzt hin? Ich muss jetzt wahrscheinlich wieder zurücktauchen, oder? Ja, wahrscheinlich. Oder ich muss es woanders hintauchen, wo ich das hinbringen muss. Das ist jetzt die Frage. Wo muss es hin? Ich glaube kaum, dass der Fuchs uns jetzt hier durchs Wasser führen wird. Ich habe gesehen, dass halt noch manche Blasen hier abseits vom Weg waren. Zumindest so ein bisschen. Deswegen, den werde ich jetzt mal ein bisschen folgen. Weil die Blasen, die geben ja... Also ich weiß nicht, ob wir wirklich Luft brauchen oder ob die Blasen einfach nur dazu gedacht sind, dir den Weg vorzugeben. Dass du hier nicht ewig rumschwimmen musst. Kann ja auch sein, ne? Ist ja alles im Bereich des Möglichen. Weil ich würde jetzt gerne hier reinschauen wollen. Ich weiß nur nicht, ob ich das so soll. Anscheinend nicht. Ja, okay, wir brauchen Luft. Wir brauchen dringend... Oh mein Gott. Okay. Jetzt wurde es mehr als nur deutlich. Ich habe verstanden, Spiel. Ja, und das geht aber in der Hinsicht schon in die moderne Richtung. Es wird ja inzwischen immer gerne auch versucht, die UIs wieder minimalistischer zu gestalten. Oh mein Gott, ist das knapp. Und mit sowas kannst du das eben machen. Durch solche, ja, am Rand erscheinenden Dinge, sag ich mal, ist auch klar, okay, jetzt muss ich aber aufpassen, du. Weil irgendwie ist hier sonst die Kacke am Dampfen. Der hört mich da nicht. Aber ich will ihn eigentlich, hier würde ich ihn gerne rufen. Ah, okay, es geht. Alles klar, danke sehr. Muss es nur aus dem Wasser rausmachen.
Alles klar. Damit ich da draufjumpen kann. Also ja, es hat viele Rätsel, das Spiel, aber die sind nicht wirklich schwer. Zumindest bislang. Ich will es mal nicht verschreien. Ich habe noch ein Hufeisen. Wozu brauche ich die alle? Wozu brauche ich die alle? Okay, jetzt weiß ich, wo ich lang soll. Hier lang. Aber ich habe irgendwie schon wieder Angst, dass mir beim Rücktauchen die Luft ausgeht. Weil es war ja doch sehr knapp bemessen. Ich gehe jetzt einfach mal an die Oberfläche. Und hoffe, dass ich nicht gleich gesnackt werde. Dann kann ich ja wieder runtertauchen. Mich auf die nächste Luftblase zubewegen. Gib mir die Luftblase. Ja, danke. Da war sonst keine Abzweigung mehr an Luftblasen. Nee. Sieht nicht so aus. Aber hier, ich habe irgendwie das Gefühl, diese Fischschwärme sind auch immer so eine Art Abzweigung, ne? So wirkt es auf mich. Jetzt müssen wir halt noch rausfinden, wo wir die Dinger dann einsetzen müssen. Weil momentan bin ich da ehrlich gesagt noch ein bisschen ratlos. Ich würde vielleicht wieder zurück wollen. Weil ich habe das Gefühl, hier außen werden wir da nichts haben, wo wir die einsetzen können. Komme ich hier wieder an Land? Ja. Ist ein bisschen dunkel hier. Ist ein bisschen dunkel hier, aber wir haben ja Fackeln angemacht. So. Und wahrscheinlich muss man den halt mehrfach mit Blitzen treffen. Wow, das wollte ich nicht. Hupsi. Als ob ich da jetzt nicht zurückkomme. Sag mir nicht, dass ich hier jetzt nicht... Na also, geht doch. Warte mal, da... Geht's auch noch lang, oder wie? Ich glaube nicht, dass ich hier einfach so runter soll. Auch wenn es halt so aussieht, als ob da noch was ist. Aber ich glaube, man soll davon woanders kommen. Es ist auf jeden Fall eine bedrückende Stimmung hier. Kann man hier nach hinten irgendwie durch? Nee. Aber man sieht auf jeden Fall, dass da noch was ist. Gut, gehen wir wieder hoch. Ach ja. Ja, sorry, dass ich manchmal so ein bisschen ruhiger bin, aber das Spiel spricht ja auch oftmals ganz gut für sich. Ah, ich komme hier nicht mehr zurück, oder? Ah, doch. Okay. Und hier haben wir jetzt nämlich auch wieder die Blitze und können uns umgucken. Und das Füchsli ist weg. Und hier ist auch nochmal so ein Turm. Nur hier. Oh mein Gott. Hier müssen wir ja übel aufpassen. Ah ne, da traue ich mich noch nicht so ganz. Ja, da sind auf jeden Fall auch Ruinen drin. Oder ne, zumindest Fackeln. Ah, das erste Gebiet ist befreit. Müssen wir jetzt... Ach, wir müssen zu den Windmühlen allgemein, ne? Wir haben jetzt alle drei Dinger, glaube ich, gefunden. Und wir müssen jetzt halt zu den... Ah! Zu den Windmühlen hin, irgendwie. Da bin ich ehrlich gesagt schon mal froh, dass wir schon mal die Einsatzdinger haben. Die Hufeisen. Erstmal Licht machen. Eine Erleuchtung ist immer gut.
Immer alles schön erleuchten. Autsch. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich das... Wer rechnet denn mit sowas? Ja, von der Seite sieht man es natürlich. Okay. Oh, nicht runterfallen. Andere würden sich da auch erstmal an die Kante hängen, aber er nicht, der kleine Bur. Er macht einfach. Aber wer ist denn diese andere mysteriöse Gestalt mit dem roten Gewand? Die wir ja auch schon gesehen haben. Wir sind ja nicht die einzige rot gekleidete Gestalt hier. Insofern, ne? Irgendwas ist da noch im Busch. Klirr? Klirr. Dachte ich mir. Ja, die reagieren alle auf unsere Stimme. Da werde ich halt auch noch nicht so ganz schlau draus, was es damit auf sich hat. Aber wir haben ein weiteres Teil von, keine Ahnung was. Von einer neuen Steinscheibe. Brauchen wir die irgendwann alle? Was ist, wenn ich jetzt hier stehen bleibe? Sieht der Vogel uns denn auch? Weil es ist ja im Licht. Nee, es ist aber zu weit unten. Okay. Alles klar. Wollte es nur mal ausgetestet haben. Da lang. Okay. Alles klar. Sollte natürlich immer schön alles beleuchtet werden. Ja, die waren da schon sehr fortschrittlich in dem Spiel, ne? Heute hast du Google Home und Philips Hue und so ein Schmarrn. Und die haben das einfach mit ihr, haben einfach das so gemacht mit magischem Feuer, ne? Die haben einfach gerufen. Ey! Und schon geht's Licht an. Ist doch auch cool. Mir macht das dezent Angst. Ich glaube kaum, dass ich hier sicher bin. Nee, bin ich auch nicht. Bin ich auch nicht. Ja, aber ich kann mich doch hier nirgends sichern. Da auch nicht. Nee, also hier komme ich nicht weiter. Hier auch nicht durch. Ja, gut. Aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das dann erstmal gewesen sein, Leute. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Ich laufe derweil nochmal den Weg zurück, weil wir kommen hier ja definitiv nicht weiter. Und würde mich über einen Kommentar oder eine Bewertung sehr freuen und wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Wine. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.